Hallo YouTube. Manchmal versagt gar nicht die Technik, manchmal ist man einfach zu blöd. Meine Tochter hat mir extra als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ein neues Mikro gekauft, damit mein Ton endlich mal vernünftig wird. Und ich habe vergessen, es einzuschalten. Ich habe also alles komplett ohne Ton aufgenommen, ist aber nicht weiter wild. Der eigentliche Test ist so abgelaufen wie auch mein erstes Schäumen mit PU. Ich habe wieder Pure Gear One verwendet, aber es haben sich ja noch Fragen ergeben bezüglich des Volumens, das die einzelnen Sorten erzeugen und ihrer Härte. Das Ganze läuft so ab wie immer. Man nimmt zwei Teile von Komponente A, ein Teil Gewichtsanteil von Komponente B, mischt das Ganze zusammen und wartet eine halbe Stunde. Das ist alles. Was Neues? Ich habe dann das Volumen ermittelt. Mit anderen Worten, ich habe einen leeren Becher genommen, habe ihn voll Wasser gegossen, habe dann ermittelt, wie schwer ist das Wasser in einem leeren Becher und habe dann die ausgeschäumten Becher mit Wasser aufgefüllt und habe dann schlicht und ergreifend über die Differenz feststellen können, wie viel Kubikzentimeter hat welcher PU-Schaum gebracht. Das zeige ich euch gleich im Kurzdurchlauf und danach treffen wir uns erneut zum Abschluss und zur Manöverkritik. Bis gleich. Thank you.
Schnelldurchlauf kommen wir zu den Ergebnissen. Die sind ja das eigentlich Interessante. Ich habe, wie gesagt, 5 verschiedene Sorten, vom 110er bis zum 1000er. Was interessant ist, alle diese Körper wiegen 15 Gramm. So ungefähr. Der 110er hat 90 Kubikzentimeter ergeben. Der 111er 94 Kubikzentimeter. Der von uns gemischte 200er hat 72,9 Kubikzentimeter ergeben. Dann der 300er 50,9 und der 1000er gnadenlose 23 Kubikzentimeter. Wie gesagt, vom Gewicht her sind die alle gleich. Der Unterschied liegt in der Härte. Der 110er ist relativ weich, auf jeden Fall geeignet für Labwaffen. Er hat eine sehr gute Rückstellung, also wenn er sich zusammendrückt, bildet er zwar ganz leichte Fältchen auf der Außenseite aus, die sich dann aber mehr oder weniger sehr gut wieder zurückstellen. Der 111er ist in dieser Beziehung sogar noch etwas besser. Auch er bildet leichte Falten, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber er stellt sich mehr oder weniger vollständig wieder zurück. Jetzt kommen wir in den Bereich, der grenzwertig wird, der 200er. Er ist fest, er ist wirklich fest. Ich denke mal, einigen von euch wird es noch etwas sagen. Die ersten geschäumten Waffen, die damals auf den Markt kamen, waren extrem hart. Und ungefähr diese Härte hat der 200er. Ich würde sagen, er ist grenzwertig für Labwaffen. Sehr, sehr hart. Der 300er ist erstaunlicherweise genauso hart wie der im Volumen größere 200er. Also vom eigentlichen Druckgefühl her ist da kein großer Unterschied festzustellen. Der ist nur wesentlich dichter und hat noch eine wesentlich feinere Struktur. Ja, und dann kommen wir zum 1000er. Da brauchen wir uns über Labwaffen nicht mehr unterhalten, weil daraus kann man vielleicht noch Gummiknüppel gießen. Das ist aber auch so ziemlich alles. Da ist von Elastizität nichts mehr zu spüren. Der hat ungefähr so die Konsistenz eines Hockeypucks. Und ganz ehrlich, das möchte ich auf keiner Convention sehen. Also nein, einfach nein. Allen diesen PU-Schäumen ist gemeinsam, dass sie eine sehr schöne, wie man vielleicht auch sieht, glänzende Außenhaut bekommen haben. Wunderbar geschlossen, ganz toll. Man kann auch bei allen diesen Abgüssen noch die Bodenstempelung sehen, die in den Bechern drin war. Auch hier die Rasterung, die da seitlich drin war und so weiter. Also die Wiedergabegenauigkeit ist bei allen sehr, sehr hoch. Aber ich würde persönlich den 111er favorisieren, weil er eben ja heller ist. Wahrscheinlich deswegen besser einzufärben. Und ja, er scheint eine etwas dichtere Struktur zu haben und er schäumt am meisten auf. Also man bekommt das meiste Volumen aus dem 15 Gramm, aus den 15 Gramm heraus. Er dürfte also mit am sparsamsten sein. Gut, das soll es von mir soweit gewesen sein. Ihr könnt euch dann eben bei der Firma Rüstzeug mit diesem Pure Gear One eindecken. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Bauen eurer ersten Labwaffen und bleibt mir gewogen, seid kreativ. Bis zum nächsten Mal.